So Leute, hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Let's Play Assassin's Creed 4 Black Flag. So, im letzten Part haben wir hier auf... Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Wo waren das? Wo sind wir hier? Wo sind wir hier? Ach, ich weiß es nicht. Haben wir jetzt die Plantage hier überfallen. Und haben dort ordentlich Gewinn rausgeholt und auch noch ein paar Menschen befreit. Und wir haben James Kidd kennengelernt. Ja. So sieht's nämlich aus. Und jetzt werden wir mit der Hauptquest weitermachen. Dazu muss ich jetzt nach Salt Lagoon. Da machen wir doch eine Schnellreise hin. Schiff fahren können wir in den Missionen auch noch genügend. Lass uns mal keine Zeit verlieren und machen das geschwind. So. Ah, die Hauptquest geht auf einer verlasseneren Insel weiter. Sehr cool. Und ja. So, Sieg auf ganzer Linie. Oh, sie haben eine Schatzkarte, die diesen Ort zu zeigen scheint. Zeigt mir mal, wie das aussieht hier. Und jetzt sehen wir mal unsere Schatzkarten durch. Das sieht doch ganz danach aus, als wäre das das Ding. Als ob das der Felsen wäre, vor dem der Schatz zu liegen scheint. Ah, ha. Schon wieder einen gefunden. Coole Sache. Was haben wir denn hier? Schönes. Einen Bauplan und ein Upgrade ist derzeit in der Kajüte des Kapitäns verfügbar. Mal sehen, was es ist. Na komm. Zeig es mir. Okay, ich habe wirklich keine Ahnung. Ich gehe mal kurz in die Kajüte. Ich nun wieder, gell? Kurz zwei Hirsche erlegt. Jetzt glaube ich, dass es Hirsche sind. Ja, natürlich sind es Hirsche. Dann haben wir das nämlich auch mal wieder mal gemacht. Jetzt nehme ich kurz das Rettungsboot, damit geht es schneller. Und die Harpune muss ich ja auch noch freischalten. Ach, dass es immer direkt ans Steuerrad geht. Naja, gut. Das sollte niemandem vorwerfen. So. Mal gucken, was wir da so jetzt bekommen haben. Rumpf ausbauen? Nee. Elite-Rundkugeln, Elite-Rammsporn, Elite-Kanonenbestückung. Okay, davon haben wir überhaupt nichts. Nein. Nein, nein. Nein. Naja, sei es drum. Hauptquest ruft. Wir haben jetzt keine Zeit für so einen Schnickschnack. Also, Sieg auf ganzer Linie, habe ich vorhin gesagt, genau. Und zwar direkt einen Tag, nachdem ich den letzten Part gemacht habe, wo ich dann gesagt habe, dass mit Assassin's Creed Unity, das mit dem... Ja, dass das mit dem Support nicht so gut geklappt hat und dass ich das auf das Unite nicht zugreifen kann. Direkt einen Tag später, also gestern, kam eine E-Mail, die mir sagte, ja, wir haben ihnen weitere Download-Versuche freigeschaltet und ihre Lieferung kommt auf jeden Fall. Wir wissen's und da läuft es. Das finde ich jetzt sehr gut. Also da muss ich den Yubi-Support mal ziemlich loben. Also die reagieren schon. Ich weiß gar nicht, was das so viele Leute haben. Die tun nichts anderes, als sich nur zu beschweren. Finde ich gut. Also finde ich nicht gut, dass sie das machen. Angemessene Verteidigung. Also das ist cool gelaufen, also jetzt habe ich das Ding auch und das ist gut. Auf unsere Piratenrepublik, Männer. Wir sind wohlhabend und frei und außer Reichweite von Königen, Pfaffen und Schuldeneintreibern. Fast 500 Mann bekennen sich inzwischen zur Küstenbruderschaft in Nassau. Das ist keine schlechte Zahl. Ja.
Doch mangelt es an Verteidigung, sollte der König die Stadt angreifen, wird er uns überrennen. Dann lasst uns das Observatorium finden. Wenn es tut, was die Templer behaupten, werden wir unbesiegbar. Nicht das Gewäsch schon wieder. Camry, das sind doch nur Geschichten. Wir brauchen echte Verteidigung. Klaune Galeone, alle Kanonen auf eine Seite. Ein hübsches Schmuckstück für einen unserer Häfen. Es wird nicht einfach sein, eine spanische Galeone zu kapern. Hast du einen Sinn? Oh ja, Sir. Ich zeige sie euch. Ist ein Seelenverkäufer. Fett und lahm. Die El Arca del Maestro aufspüren. Na gut. Machen wir mal. Eine Jacto segelt sich gut. Hast sie den Spanienstibitz, nicht wahr? Ei. Inmitten eines Hurrikans. Genau bevor die Silberflotte gegen die Küste gedrückt wurde. War die Fracht wirklich so wertvoll, wie alle sagen? Tausendmal mehr. Ich schätze, realen Wert von Millionen von Pfund ging an diesem Kakota. Der Teufel liebt den Hurrikan. Vielleicht sollten wir dort einmal tauchen und schauen, was wir bergen können. In den Wracks zu tauchen wäre eine nette Abwechslung für uns. Und das ohne Händlern und dergleichen Gewalt antun zu müssen. Na, welch sanftmütige Töne für einen Pirat. Und komischerweise finde ich das gut. Kreuzen wir die Säbel mit dem Militär und anderen, die sich uns in den Weg stellen. Also das ist schon eine geile Sache, wenn Blackbeard so redet. Das ist der Hammer. So, die Kreuzwinde sind mir jetzt egal. Ich gehe jetzt erstmal auf volle Segel. Und sogar auf Reisegeschwindigkeit. Während wir die El Arca del Maestro aufspüren, genau. Ah, jetzt kommen wir wieder ins Sperrgebiet hinein. Wollen wir mal abwarten, ob wir die Galeone auch knacken können. Natürlich können wir, das ist jetzt nicht das Problem, aber nutzen Sie das Fernrohr, um Ziele zu identifizieren. Das ist jetzt quasi unser Adlerauge. Man weiß nie, was man darin finden will. Wie durch ein Glas Milch zu blicken. Macht euch nicht ins Hemd legen. Ich mach das. Nun, Captain, sieht schlimm aus. Das ist eine Brick. Eine Brick ist dasselbe, was wir hier auch haben. Das Wetter wird immer schlechter. Das ist eine Insel, das ist kein Schiff. Und, Moment, ich muss mal kurz etwas schauen. Ah, wir haben keine Alternativen. Ah, guck mal! Oh, leck, ist das Ding groß. Leck mich am Arsch, ey! Da ist sie. El Arca del Maestro. Ist ein Monster. Seht, wie groß sie ist. Ei! Und Aug in Aug halten wir nicht lange durch. Hörst du mich, Captain? Bleib auf Distanz. Wir schlagen zu, wenn die Zeit günstig ist. Im Schutze der Dunkelheit. Ei, dazu könnte es kommen. Aber jetzt müssen wir den Schiffen, den Blicken der Schiffe ausweichen. Keine leichte Aufgabe für ein Schiff. Jetzt müssen wir die Entfernung zum Ziel noch verringern. Ja, es ist nicht leicht. Also, mit dem Schiff ist das nochmal eine ganz andere Sache, eine ganz andere Herausforderung. Ja, 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 okay. Jetzt nehmen wir mal hier ein bisschen Fahrt auf. Wir haben sogar Reisegeschwindigkeit. Ist glaube besser. Wir müssen es jetzt erstmal nur verfolgen. Und jetzt sind wir genau an der richtigen Stelle, um auch genau das zu tun. Wir müssen hier in diesen Bereich vom Kegel und jetzt. Werft die Top- und Rahmsegel! Topsegel bergen! Jetzt muss ich hoffen, dass das Schiff in die Richtung hier dreht.
Alles setzen und Schaft zum Wind ausrichten. Und nicht in die sie dreht. Rahm und Marsegel fest surren. Ich schmeck es, Jungs. Ist mehr Segel, alle Segel. Haha, guckt euch das an. Wir umsegeln das eine Schiff. Die sehen uns überhaupt nicht, warum auch immer. So, und jetzt verfolgen wir wieder weiter. Ah, scheiße. Okay, da geht jetzt wieder ein Loch auf in diesem Sichtdings. Aber dieses eine Schiff segelt genau dahin, wo wir jetzt uns befinden. Deswegen muss ich jetzt... Schnell sein und wir sind außer Gefahr. Ah, scheiße. Nein, ohne Scheiße. Spanische Flagge! Nur das eine Schiff, nehmt die Rahn aus dem Wind! Vorsicht! Bringt jeden fetzen Stoff in den Wind! So. Muss ich so kurz gucken, wie lange das Sperrgebiet noch geht? Oh, das sehen wir gar nicht. Oder dass hier langsam auf die schwarze Insel zutrifft. Oh, scheiße. Werden wir wohl gleich angreifen dürfen. Also feindliche andere Schiffe kommen jetzt hier nicht mehr da, wo wir jetzt hinfahren. Das ist schon mal sehr gut. Das ist... Entdeckungsgefahr, die sinkt etwas stark. Und wir machen alles richtig. So, da ist jetzt noch ein Seemann. Den können wir ja brauchen, auch wenn wir ihn eigentlich nicht gebrauchen können. Aber hey, wir sind ja soziale Menschen, also... Schaden tut es unsere Karma nicht. Unserem... Freund von dir? Ich würde ihn nicht Freund nennen. Aber wir machen das jetzt schon so lange, dass ich echt Respekt vor ihm habe. Dem Mörserfeuer ausweichen. Mörser-Zielgebiet. Wenn sie zum Mörserbeschuss liegen, zeigt ein Kreis auf dem Wasser das Zielgebiet an. Ein gelber Kreis warnt vor möglichen Treffern. Meiden sie das Gebiet. Sobald der Kreis rot wird, nehmen sie Schaden. Captain Blau, Mörser! Okay, ich weiche dem Mörserfeuer aus. Ich weiß, unser Mädchen kann segeln. Jetzt zeigt es! Feuer! Vorbei! Sind die Haken fest! Bereit zum Feuern, Cap! Feuer! Bäh! Da sind Feuer mit Mörsern, Captain! Ja, ich weiß, dass die mit Mörsern feuern und wisst ihr was? Wir können das auch! Getroffen, Captain Charles Wayne! Auf der Flucht! Zwei Boote mit einer Breitseite versenken und Schiffe mit schweren Kugeln zerstören. Vier Schiffe müssen uns gehören. Und das machen wir jetzt doch mal so. Feuer! Ah! Die stehen am Tor zur Hölle! Feuer! Zwei Boote mit einer Breitseite. Das ist jetzt schon natürlich schon was anderes. Da müssen wir so und so machen. Okay. Moment. Und zack. Bam, fertig. Getroffen und tot. Die dürfen wir jetzt natürlich auch nicht verlieren. Feuerfässer nützen es doch. Feuer!
sind bereit. Das könnte gefährlich werden. Ich weiß gar nicht, ob wir die jetzt überhaupt schon töten dürfen. Töten hier. aber das auf jeden Fall. Bam und zack. Hä? Wo ist das hin? Segeln zu dieser Insel. Ich kenne sie. Eine natürliche Festung gehört einem Franzmann namens Ducasse. Julien Ducasse, der Templer? Der Name stimmt, wusste nicht, dass er einen Titel hat. Ich kenne den Mann. Und wenn er mein Schiff sieht, kennt er es womöglich noch aus Havanna und fragt sich vielleicht, wer sie jetzt segelt. Das ist zu riskant. Und ich will die Galeone nicht verlieren. Lass uns nachdenken. Und vielleicht warten, bis es dunkler ist, bevor wir an Bord gehen. Oh, Mission beendet. Angemessene Verteidigung, das haben wir geschafft. Und ich bin sehr glücklich. Gebe ich mein Feedback ab? Ja, die war okay, die war wirklich sehr gut. Ganz einfach, die optionalen Ziele waren einfach nur cool und ja, das Schiff war beeindruckend groß. Tun wir mal fortsetzen. Also gut, Leute, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, ciao.